Sehr geehrter Präsident des Deutschen Bundestages, sehr geehrter Herr Dr. Wolfgang Schäuble. Am Reichstagsufer 2 stehen die wunderschönen, mit Texten des Grundgesetzes versehenen Glasstele mit dem Namen Grundgesetz 49 von Dani Caravani. Es stehen dort aber nur die Artikel 1 bis 19. Artikel 1 bis 19 stellen die unantastbaren Grundrechte der Bürger der Republik oder die allgemeinen Menschenrechte dar. Erst in Artikel 20 ist die aus diesen Grundrechten gehobene Staatsstruktur beschrieben. Grund- oder Menschenrechte ohne aus ihnen gehobene Staatsstruktur sind ein leeres Versprechen. Umgekehrt ist ein Staat, der sich nicht unmittelbar aus den Grund- und Menschenrechten empfängt und sich nicht bedingungslos an ihnen orientiert, Bahre der Menschenrechte, wie immer man ihn dann bezeichnen will. Erst beide zusammen, die unantastbaren Grundrechte, Artikel 1 bis 19, und die aus ihnen gehobene Staatsstruktur, begründen die Bundesrepublik Deutschland und machen gemeinsam erst das Grundgesetz aus. Sehr geehrter Herr Dr. Schäuble, im Hinblick auf die Feierlichkeiten am 70. Geburtstag des Grundgesetzes am 23. Mai 2019 haben wir am 18. Mai das Grundgesetzfragment Dani Caravans durch das Aufstellen der fehlenden Stele mit dem Artikel 20 ergänzt, vervollständigt, zum notwendigen Abschluss gebracht, wie immer man das sagen will. Wir haben den Artikel 20 in gleicher Größe wie die Caravanschen Glasstelen in Buchenholz geschnitzt, die Lettern in Gold gesetzt und die Stele so aufgestellt, dass der Artikel 20 als die Konsequenz der Artikel 1 bis 19 erscheinen konnte und zwischen den Artikeln 1 bis 19 und dem Artikel 20 ein innerer dynamischer Raum entstand. Es war ein bedeutendstes und dem Anlass des 70. Geburtstag des Grundgesetzes auch würdigstes Ereignis in der Morgensonne des 18. Mai an passendem Orte die Prinzipien unserer Republik in purem Golde leuchten zu sehen. Wir haben die Aufstellung der Stele allerdings ohne behördliche Genehmigung unternommen. Selbstverständlich schon deshalb, weil wir aus unserer Erfahrung die behördliche Genehmigung nie erhalten hätten. Vor allem aber, weil das Eintreten für den Grundimpuls der Republik tiefer als jede behördliche Genehmigung liegt. Denn nicht nur die Würde des Menschen, sondern auch das Eintreten der Bürger für die verfassungsmäßige Ordnung unserer Republik ist ihrem Wesen nach unantastbar. Siehe Artikel 20 Absatz 4. Außerhalb jeden Anstandes und auch außerhalb jeden behördlichen Rechts wurde die Stele in der Nacht zum 19. Mai durch Polizei und Feuerwehr entfernt. Wir haben dagegen nicht geklagt, weil uns die Abschaffung der Prinzipien der Staatsstruktur bei Nacht und Nebel wie ein wesensgemäß zum Kunstwerk selbst hinzugehörendes Bild für die real waltenden Verhältnisse in unserer Republik erschien, in denen ihre demokratischen, sozialen und rechtsstaatlichen Grundsätze längst außenstehenden Wirtschafts- und Kapitalmarktinteressen zum Opfer gefallen sind, in denen der Satz, die Bundesrepublik ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat, längst durch den Satz, die Bundesrepublik ist eine wirtschaftsgesteuerte, marktkonforme Demokratie, in denen der Satz, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus, längst durch den Satz, alle Staatsgewalt geht von den Lobbyisten aus und so weiter und so fort, ersetzt worden ist. Sehr geehrter Herr Dr. Schäuble, wir wollen nicht verheimlichen, dass unser Zorn über die in der Realpolitik längst erfolgte Außerkraftsetzung der Prinzipien der Staatsstruktur der innere Grund war, zum 70. Geburtstag des Grundgesetzes den Artikel 20 als den fehlenden Artikel am Reichstagsufer aufzurichten. Und wir wollen auch nicht verheimlichen, dass das instinktlose Wegschaffen der Stele durch die Staatsgewalt natürlich mehr
als zu erwarten war. Wir wollen zum 70. Jahr des Grundgesetzes aber nicht nur die real wirkenden Kräfte und Verhältnisse der Bundesrepublik ins Bild bringen, sondern auch die uns entsprechende Antwort geben. Selbstverständlich gehört die Stele wieder an ihren Ort, wie auch bedingungslos der Artikel 20 ins Zentrum allen politischen Handelns gehört. Aus diesem Grund werden wir den Artikel am Reichstagsufer wieder aufstellen, und zwar vom Tag der Wiedervereinigung bis zum 9.11.2019, 30. Jahrestag des Mauerfalls, und gegebenenfalls über diesen Tag hinaus bis zu dem Tag, an dem Dani Karavan die ihm gemäße Antwort auf die bestehende Problematik gibt. Und wir werden dieses wieder tun, ohne die Sache davon abhängig zu machen, eine behördliche Genehmigung zu erhalten. Denn schon eine Genehmigung anzufragen für das Selbstverständliche ist des freien und mündigen Bürgers unwürdig. Und eine Sache abhängig zu machen von Behörden, die sich vermutlich schon deshalb sperren, weil ihnen die Aufrichtung der noch fehlenden Stele als offene Kritik an ihrer Kompetenz erscheinen muss, wenn die Fortlassung der Stele nicht bewusster Wille war, ist ebenfalls nicht angemessen. Sehr geehrter Herr Dr. Schäuble, wir stellen unsere Frage bewusst an Sie, und zwar nicht die Frage, ob nun Sie statt der zuständigen Behörde die Sache für uns genehmigen können, sondern die Frage, ob Sie bereit sind, mit uns für das Selbstverständliche einzutreten, auch wenn die äußere Rechtslage das nicht gerne zulassen will. Wir stellen die Frage auch nicht an Sie als an den Politiker der CDU, die die von uns beanstandeten Umstände ja maßgeblich mit zu verantworten hat, sondern an Sie als den Präsidenten des Bundestages, als welcher Sie, unabhängig von irgendwelchen Parteimeinungen, die Grundsätze der Republik im Bundestag zu vertreten haben und auch oberster Dienstherr der den Bundestag schützenden Polizeibehörde sind. Wir stellen an Sie die Frage, ob Sie, gegebenenfalls auch ohne äußere Genehmigung, unser Eintreten für den Erhalt und die Wiederaufrichtung der Prinzipien unserer Republik unterstützen wollen. Ob Sie dann Recht statt Gesetz und bürgerliches Engagement auch dann gelten lassen wollen, wenn es sich gegen behördlichen Unwillen und vor allem gegen grundgesetzwidrige staatliche Entwicklungen stellt. Kunst ist Kunst im Sinne eines Kunstbegriffes, nach dem die Kunst zeigen soll, was ist, haben wir schon durch das öffentliche, das ganze 70. Jahr des Grundgesetzes hindurch vollzogene Schnitzen und Vergolden des Artikels 20 vor der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz. Dann durch seine Aufstellung zum 70. Geburtstag an Dani Karavans Grundgesetzfragment, und jetzt durch seine geplante Wiedererrichtung zum Tag der deutschen Einheit und zum Tag des Sturzes der Berliner Mauer, einen Raum eröffnet, in dem sich die wahren Verhältnisse der Bundesrepublik im Bilde zeigen können. Nicht nur die Verhältnisse der jüngsten Vergangenheit, sondern auch die Verhältnisse der nächsten Zukunft. Sie, als Hausherr des Bundestages und Repräsentant der Bundesrepublik, sind herzlich eingeladen, ihre Rolle einzunehmen, wenn der Bürger, weil die Politik sich nicht mehr darum kümmert, das Grundgesetz von sich aus ergreift. Damit Sie und wir mit der Aktion nicht alleine stehen, werden wir den Brief öffentlich machen und möglichst viele Menschen aus Kunst, Kultur und Politik zu dem Event mit einladen. Mit freundlichem Gruß für den Verein zur Erneuerung der Bundesrepublik an ihren eigenen Idealen, Ralf Böß und alle anderen.